So, hallo und herzlich willkommen nochmal. Ups, so. Entschuldigung. Nein, es geht so. Entschuldigung. Oh, hier ist noch Cobblestone vom letzten Part. Und ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Part. Let's go together. Ja. Alles ist Mann, gesagt. alles ist voller Spinnen. Ah. Sehr gut. Oh, hier ist unerforscht und dunkel. Aber warum ist hier Cobblestone? War hier Border schon? Bestimmt Kann nicht. sein. Weiß was Du nicht. hast immer alles ausgeleuchtet, oder? Oder auch Es kann Zeit. auch sein, dass ich mal was ausgelassen habe. Also, aber wenn da Cobblestone ist, dann sollte da auch Licht sein. Oh, und hier ist ein Enderman vor allen Dingen. Oh, stirb du. Böser Mensch. Böse Creature. Kreatur. Jetzt ist hier Gold und du bist nicht da. Und hier sind zwei Gold und ich kann sie nicht mitnehmen. Das ist mir jetzt egal. Wo ich bestimmt irgendwie. Ja, guck mal, die hier. Ja, das Gold jetzt einfach hier mit. Wenn nicht, kann ich es immer noch wegwerfen. Na, halt mal Schnauze. Ich gehe mal kurz noch hier hinten hin. Ja, nee, weißt du, ich war nur gerade. Das war, ich habe nur gerade laut gedacht, so. Immer damit so. Oh, Okay. ja, ist eben so. Deswegen meinte ich nicht dich und dann hast du dich gewundert und deswegen halt einfach. Ja. Vorhin wieder ein bisschen schön BF3 gespielt, das macht sehr Spaß, immer noch, nach wie vor, obwohl ich das Spiel schon längere Zeit spiele, aber es macht mir immer noch viel Spaß. Mit natürlich Felix, also Mr. Mensch, Walde und Peggy Gant. Weil Peggy Gant weg musste, dann waren wir noch zu viert, zu dritt. Wir haben nämlich Squad Rush gespielt, ja, 2 gegen 2 nur. Felix und ich haben meistens gewonnen. Darum ging es aber auch nicht, denn es war trotzdem lustig. Haben wir einfach nur spontan das gemacht, kann ich empfehlen. Wenn man ein paar Leute hat, mit denen ihr spielt. Oh, und dann wollten sich. Oh, das muss ich auch nochmal kurz erzählen. Dann wollten sich P-Gigant und Mr. Mensch sich ein Jet Battle machen, leisten. Und dann sind sie auf den leeren Server gegangen, Caspian Border mit Jets natürlich. Erobern groß und ja. Dann bin ich hinterher gejoint als Zuschauer, Walde ist auch noch hinterher gejoint. Ja, und dann kam auf einmal noch jemand, den ich mal als Freund hinzugefügt hat, hinterher gejoint. Aber sollte es gar nicht so sein. Der heißt glaube ich Patrick. Ich guck mal ganz kurz nach, der freut sich dann bestimmt. Naja, nee, aber ich will das mal ganz kurz jetzt wissen. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche falschen Sachen sage, wisst ihr? Nicht Facebook, hier, Facebook. Moment. Tut mir leid, ich baue hier nochmal kurz weiter ab. Seite muss gerade laden, irgendwie ist das gerade lahm. Ey, ey, der läuft die ganze Zeit in Richtung kleine Tasse, geht. So, jetzt nicht mehr. Man muss ja immer die Taste drücken, in die er läuft, dann geht's. Na toll, Lapislazzi kann ich nicht mitnehmen. So, und dieser Mensch, der mir immer hinterher gejoint ist, ist Patricks 3900. Der ist jetzt immer hinterher gejoint. Er ist auf den einen Server, dann sind wir auf den anderen gegangen, weil da mal der Pegigan von Punkwasser gekickt wurde, dann ist er wieder hinterhergekommen. War ein bisschen nervig, aber da haben wir sowieso nicht. Da kamen auch noch andere Leute, keine Ahnung, vielleicht waren zu viele Leute drauf und dann wurde es vom Quick Match, weißt du, dann sind die Leute vom Quick Match dahin geleitet worden, weiß ich nicht. Ne, weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, der ist ja die ganze Zeit hinterher gejoint, war, naja, ein bisschen doof, ne, aber jetzt nicht schlimm. Sag ich mal Das so. kenne ich auch von Diablo 3. Ja? Da können Leute in der Freundesliste auch einfach in das Spiel reinjoinen. Ja, einerseits ist das cool, ne? Aber manchmal, wenn man jetzt unter sich sein will, dann ist es nicht unbedingt hilfreich. Ja, und vor allem, weil bei Diablo 3, wenn einer dazukommt, der Schwierigkeitsgrad ja angepasst wird an die Spielerzahl. Und wenn der dann noch gar nicht mit im Kampf ist, ist das dann manchmal ein bisschen Ja, doof. ne, das eine Mal. Ja, gut, das ist was anderes, ist mir nur gerade dazu eingefallen. Vorhin, da ging schon los, das war ein bisschen doof. Oh, ich bin schon wieder voll. Sag mal, ich lasse die Kohle jetzt hier liegen. Und ja, dann waren Walde und Pegigant in einem gegnerischen Team. Und Felix hat auch geladen. Ich war aber schon im Spiel. Und dann habe ich schon die erste Bombe, also es war Squad Rush, habe ich schon die erste Bombe kaputt gehabt. Und dann ist er erst ins Spiel gekommen, ey. Obwohl er eigentlich einen guten PC hat. Das war echt aber verrattet. Vor allen Dingen, ja, braucht hat Felix, naja. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt am Battlefield liegt oder woran auch immer. Ich meine, Internet und PC kann es eigentlich nicht sein. Liegt wohl am Battlefield. Bei mir ist es auch oft so, wenn ich jetzt auch einfach irgendwelchen Leuten hinterher joine oder auf dem Server joine, oh, dann ist erstmal Battlefield so im Hintergrund auf. Ne? Du kennst das ja nicht, weil das im Battlelog ist und so. Ist ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall macht sich erstmal so ein bisschen der Hintergrund auf, sodass es sich schon eine Taskleiste. Du kannst es schon groß machen. Und ja, egal, ist egal, ob ich es groß mache oder nicht. Und dann lädt das Level und oft ist es dann so, dass das Spiel einfach wieder ausgeht.
Dann geht's einfach wieder aus, ist zu. Und muss ich nochmal joinen. Und dann sind die anderen schon alle auf dem Server und ich nicht. Das ist voll Kacke. Ich habe Installation auch schon mal repariert. Gut, ich bin es mittlerweile gewöhnt, ich reg mich da auch nicht groß auf. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist schon ein bisschen scheiße, ne? Und das Spiel ist jetzt ja auch nicht gerade erst rausgekommen. Also, sind schon ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen, aber das macht das Spiel trotzdem wieder gut durch einfach, ja, wie es eben ist. Es macht einfach immer noch voll Spaß. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch jetzt nicht so viele Spielstunden. Ich habe, glaube ich, insgesamt 120, vielleicht höchstens 130 Spielstunden. Und das ist natürlich eigentlich, wenn man bedenkt, wie lange es das Spiel schon gibt, echt nicht so viel. Aber naja, trotzdem macht es mir immer noch sehr viel Spaß und darauf kommt ja an. Und dann mit Close Quarters. Scheiße, Entschuldigung. Mit Close Quarters wird es dann natürlich dann nochmal wieder erneuert und erweitert und verbessert. Und naja, verbessert weiß man nicht, aber eben. Erweitert so in dem Sinne. Und ja, dann ist sowieso wieder noch mehr neuer Spielspaß und so weiter. Aber muss auch wirklich mal, kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr Shooter oder überhaupt jetzt vielleicht speziell Battlefield 3 spielt, einfach mal irgendwelche anderen Sachen ausprobieren, die ihr noch nie gemacht habt. Oder vielleicht auch nicht so oft oder gedacht habt, einfach mal ausprobieren, weil das stellt sich ja manchmal als echt cool heraus. Oder wenn ihr mal eine Idee habt, dann die echt einfach mal machen und ausprobieren. Weil manchmal kommen da echt coole Sachen dabei raus, so wie wir dann wirklich auf den Server gegangen sind, wo nur 4 Slots waren extra. Und dann, der war leer. Scheiße, oh, Glück gehabt. Creeper. Und dann haben wir da gespielt. 2 gegen 2, das hat echt Spaß gemacht. Also solche Sachen so ausprobieren kann ich euch wirklich mal empfehlen. Wer denkt, oh, ist ja immer das Gleiche, ne, muss nicht unbedingt immer so sein. Oder wenn ihr auf einer Map, angenommen, ich spiele jetzt immer auf einer Map gerne. Und jetzt kann ich die Kohle einsammeln, ach ja. Und ihr nehmt da immer genau den gleichen Laufweg. Da könnt ihr auch mal irgendwie andere ausprobieren können. Oder, na gut, wenn sich dann natürlich bewährt und das nicht langweilig ist, dann schon nicht. Aber wenn ihr so denkt, also kann ich nur jedem von euch empfehlen. Auch bei anderen Sachen natürlich, aber jetzt gerade bei Shooter ist es so öfter immer, ist es zumindest bei mir mal ganz gerne so, dass ich dann, ah nee, keine Lust und so. Aber naja, durch solche Sachen ändert sich das natürlich eben. Oder mal einen anderen Spielmodus ausprobieren, den ihr vorher vielleicht nicht so toll fandet, vielleicht einfach mal ausprobieren. Na, von daher kann ich nur ans Herz legen. Dem kann ich auch nur zustimmen. Das. Okay, hier ist immer noch unerforschtes Gebiet. Und wie läuft's bei dir? Was machst du gerade? Gut, ich habe 4 Diamanten. Die sind zwar schon aus dem letzten, vorletzten Part, aber ich habe sie noch und ja. Das ist auch gut. Okay. Vor allem habe ich Rotten Flash dabei und das werfe ich nicht weg. Ich bin so ein Idiot. Na, egal. Und Gravel kann ich natürlich auch mitnehmen. Na komm. Wenn ich jetzt sowieso schon angefangen habe, Gravel Stack habe, hier ist Stack, habe. Dann seht ihr es ja, dann kann ich den auch einfach einsammeln, weil das macht ja im Endeffekt keinen Unterschied. Damit ich noch mal ein bisschen Gravel eingrabe. Man weiß ja nie. Gravel ist Gravel. Kennt ihr ja, ne? Beziehungsweise Kies. Entschuldigung, ist ja Deutsch. Oder ist das überhaupt Deutsch? Ja. Kies hier. Kies da. So. Ich habe übrigens auch jetzt auch endlich mal Optifine installiert. Ich habe das mal auf die Reihe gekriegt. Und ja. Hier, Gut. Grafikeinstellung kann jetzt hier so zack, zack, zack. Sind da so ein paar Sachen. Hier, Renderdistanz habe ich nicht so weit gestellt, weil wir mit der Aufnahme zusammen. Ja, ich habe jetzt gerade auf die FPS-Zeige geguckt hier oben. Seht ihr jetzt natürlich nicht. Geht das nicht so gut, aber es ist normal 16. Oh, ne, es ist zu wenig. Fahr 16 will ich so. Hoffentlich geht das jetzt. Wegen der Aufnahme ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes. Ich muss jetzt die Alleinstellung zeigen. Wollte ich euch nur mal kurz demonstrieren. Und ich kann jetzt natürlich auch so richtig geil so zoomen. So bam, 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 bam. Also zoom eben. Ist jetzt natürlich in der Höhle wenig sinnvoll, aber man denkt mal ganz cool an manchen Stellen. Ja. Und ist auf jeden Fall, sagen wir nicht verkehrt. Den Mod kann ich auch empfehlen. Also die Mod, Entschuldigung. Kann ich hier empfehlen. So, kann man schöne Sachen mitmachen. Schön viel einstellen. Und ist auch nicht schwer zu installieren oder sowas. Von daher. Ja. Wenn ihr Minecraft überhaupt spielt. Ich denke mal, aber einige von euch, denke ich, spielen bestimmt Minecraft. Aber ich weiß es ja, wie gesagt, nicht. Was mich immer interessieren würde, wie viele von euch denn überhaupt Battlefield spielen. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wenn ihr Battlefield spielt. Oder überhaupt ein Battlefield, muss jetzt nicht Battlefield 3 sein. Oder nee, ob ihr überhaupt Shooter spielt oder welche Shooter ihr spielt. Würde mich mal interessieren, also Ego-Shooter oder Third Person von mir aus auch.
Oder welches euer Lieblingsgenre ist? Da kann man mal so eine Videofrage machen, ne? Würde ich mal behaupten. Was ist denn euer Lieblingsgenre? Wenn ihr überhaupt spielt, kann auch sein, dass ihr einfach nur Videos von Spielen guckt und jetzt gar nicht so spielt. Ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, aber kann ja trotzdem sein. Was auch euer Lieblingsgenre ist und welche, ja, was ihr so gerne spielt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn würde mich wirklich sehr interessieren. Dich auch, Bodder? Ja, auf jeden Fall. Also, würde mich mal echt interessieren, weil, ja, weiß man so, was die Zuschauer auch so spielen und da, und Creeper, was die Zuschauer so spielen, was sie interessiert, ne, das kann man vielleicht auch ein bisschen abstimmen, kommt da natürlich drauf an, aber es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ein kurzer, kleiner Kommentar schadet ja auch nicht, ist ja jetzt nicht so, dass man daran stirbt oder so, ne, deswegen. Auch wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt oder so, könnt ihr wirklich auch schreiben. Ne? Und das werden wir uns dann natürlich auch so gut es geht zu Herzen nehmen. Wow, jetzt sind hier zwei Skelette, ich glaub's auch. Stirb mal. Du bist sowieso nur ein Haufen Knochen. So. Hier ist mein. Ja. Ne, Gravel ist ja noch gar nicht voll hier. Oh, los. Moment. Den Flint, falls ihr euch fragt, warum ich den Flint nicht mitnehme. Das ist ganz einfach so, dass man den für Pfeile benutzen kann und ja, deswegen. Seltsam. Jetzt habe ich schon wieder einen neuen Stack angefangen. Scheiße. Na, ich mach das hier noch kurz weg. Das dauert ja nicht mehr so lange. Nö, dauert nicht mehr lange. Kein Problem. Der ganze Boden ist voll. Nee. Halb so wild. Dann kommt auch vielleicht mal ein bisschen Flint mit raus. Und Flint kann man immer gebrauchen wie Pfeile. Was wir aber viel mehr brauchen, sind Federn eigentlich. Mal gucken. Also für Pfeile jetzt. Weil Flint ist eigentlich nicht, in der Regel nicht das Problem. Zumindest bei uns. Egal, so, das habe ich jetzt auch mal fertig ausgehoben. Und, ja. Jetzt, nee, jetzt reicht's. Den. Schon wieder einen neuen Stack angefangen, aber das lass ich nicht mehr immer machen. Verarschen halt da. Ja, wie viel Gravel hier vor allem noch ist, ey. Glaube es nicht. Zack. 4-6 Kohle. Okay, hier geht's sonst nicht weiter. Hier mache ich mal noch meine Fackel. Da hinten geht's noch weiter. Da nicht. Ah, Eisen. So. Guti. Ah, nochmal La Popo. La Pop. Pop. So. Okay, ganz schön dunkel hier. Das ist nichts gut. Nehme ich jetzt nicht mit. Hey, ich glaube, darum geht es auch weiter, oder? Nee, doch nicht. Jetzt mal gucken. Ich höre nämlich eine Spinne, die auch voll in der Nähe ist. Nicht, dass sie jetzt irgendwie hier drüber ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Mal gucken, ob sie unter mir ist. Na, vielleicht nicht so. Nö, nix. Dann, ups. Dann gehe ich mal weiter. Hier. Hier komme ich, glaube ich, her. Oh, ne, ist noch ein Zombie. Der heitere Geselle ist jetzt nicht mehr so heiter. Und auch kein Geselle mehr. Oh, dein verrottetes Fleisch, das kannst du dir mal sonst wohl stecken. Wie viel Eisen hier auch ist. Scheiß Gravel, sag mal. Ich habe auch schon 5-6 Eisen, also. Oh, das ist ja viel mehr als ich habe 2. Der Timer ist übrigens hat gerade gebimmelt. Ich stelle mich mal hier unten rein und dann danke, dass Sie fürs Einschalten bewerten. Würde uns sehr freuen. Und nochmal. Die Videofrage, was für ein Genre bevorzugt ihr? Und ja, was für Spiele so. Das würde mich mal wirklich interessieren, so als Video, kleine Videofrage mal so. Und ja, dann wünsche ich euch was Feines, das Handfest ist ohne wie Schnickschnack. Beim nächsten Mal würde ich wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.